Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Wir waren beim letzten Mal vor der Sternenwelt stehen geblieben. Nichtsdestotrotz muss ich das schöne Verlangen, diese Welt jetzt endlich anzuspielen, auch mal ein bisschen zurückstellen können, denn uns fehlt noch ein Secret Exit, was mir freundlicherweise geschrieben wurde. Vielleicht sogar noch mehr, da bin ich mir unsicher, aber auf jeden Fall dieser eine hier wurde mir noch gesagt und den will ich dann auch einfach noch mal verfolgen. Ich habe ihn eben gesucht, weil ich fand, ja, ich habe irgendwie gerade, als ich, die letzten beiden Male habe ich durchsucht, um eben nicht total unnütz da stehen zu müssen und zu sagen, wo finde ich jetzt hier was. Auch wenn es vielleicht teilweise schon offensichtlich ist, wie auch in diesem Level hier, war der Secret Exit dann nicht gerade gut versteckt, aber irgendwie habe ich es beim ersten Mal übersehen. Und jetzt beim letzten Mal, wo ich jetzt hier durchs Level gegangen bin, habe ich irgendwie alles verdächtig gefunden und deshalb mich auf Sachen gestürzt, die total irrelevant sind und teilweise mich einfach nur getötet haben. Sollte man vielleicht unterlassen und sich im Voraus ein bisschen einen Plan machen, was man denn überhaupt machen will. Ja, sowas zum Beispiel schon mal nicht. Zum Beispiel hier unten, das war ganz gruselig, hier unten kann man rein und kann sich mit einer Röhre irgendwie weiterschießen lassen. Das Problem ist, hier kommt man nicht durch, weil hier eben so ein Münzblock-Dingen ist. Und wenn ich jetzt hier runter will, ja, hier komme ich auch nirgends rein. Also entweder habe ich irgendeinen versteckten Eingang nicht gefunden und deshalb bin ich jetzt von rechts hier mit einem Flughörnchenanzug reingeflogen. Hab's zwar geschafft, um dann festzustellen, dass es mir rein gar nichts bringt, dahin zu gehen und der Secret Exit wesentlich einfacher versteckt ist. Ja. So ein bisschen wie die Tatsache mit den Paus, dass ich einfach immer 3 Jahre mitschleppe und nicht checke, dass es einfach eigentlich viel einfacher ist, als es zu sein scheint. Zumindest für mich zu sein scheint. Das ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja viele Leute, die das wohl deutlich schneller gelöst haben, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Weil manchmal, ich weiß nicht, ich bin, seit ich angefangen habe, Smash World gehört auch dazu, aber Troll SMW Hex zu spielen, bin ich so ein bisschen skeptisch geworden, was alles Mögliche betrifft. Und gerade da dieses Spiel hier ein Trollspiel ist, habe ich mir dann auch, ja, mehrmals Gedanken darüber gemacht, sollst du nicht lieber probieren, da ein bisschen taktischer ranzugehen. Was dann gar nichts gebracht hat. So, unseren Secret Exit, ihr habt es gesehen, man muss dafür eigentlich nur einen Koopa-Panzer ordentlich mitschleppen. Oder nicht mitschleppen, der ist direkt davor. Und genau, den Hörnchenanzug braucht man dafür auch noch. Kann es sein, dass ich hier sogar war, nur keinen Hörnchenanzug hatte? Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das damals so war. Ich habe es schon wieder gar nicht mehr im Kopf. Weil ich habe mir das Video auch irgendwie nicht mehr angesehen. Das ist so ein bisschen, ja, im Endeffekt eure Kommentare sind mehr unterschwellig von Bedeutung, was meine Spielkünste jetzt betreffen. Also ich lese sie mir ja relativ zeitig durch. Wenn ich dann aber irgendwann später eine Session starte, dann habe ich nicht mehr unbedingt hundertprozentig im Kopf, was gemeint war. So, und jetzt, das wurde mir auch geschrieben, dass man jetzt eben so ein kleines Abkürzungsdingen hat, was einen um den Geisterwald führt. Und Mario springt jetzt einfach nochmal ein bisschen verrückt hin und her und dann haben wir das auch gesehen. Dann sind wir jede Abkürzung einmal gegangen. Nebenbei sind in unserem Spielstand dann auch tatsächlich schon 2 Sterne zu sehen. Oh, nicht die geheime Insel, wir wollen hier hin, genau. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der Superstar Boulevard auf uns zu. Ein epischer Reim nebenbei, also wer es noch nicht gemerkt hat. Mit auch noch einer epischen Intro-Musik hier, also Overworld-Musik. Die Knochenbahn gen Himmel. Das hört sich ja schon mal super an. Hatte ich das beim letzten Mal schon kommentiert? Naja, Knochenbahn auf jeden Fall, coole Idee, mal wieder. Ich wette, ich werde hier sowas von 100 Mal verrecken, aber okay. Ich glaube, die Tatsache, dass wir hier das Flughörnchen an, den Flughörnchenanzug haben, schadet nicht wirklich. Nun ja. Naja, um vielleicht mal darauf nochmal als Thema zurückzusprechen zu kommen, wie viele Leute sind jetzt immer noch im New Super Mario Bros. ULP? Ich glaube, es sind schon so gut wie alle durch, die das jemals angefangen haben. Also, ich glaube, niemand, der es so früh hatte wie ich, spielt jetzt immer noch dieses Spiel. Oder LP't es jetzt immer noch. Spielen ist ja eine andere Sache. Vielleicht spielt man es auch ganz gerne mal. Zweimal. Ja, das fängt schon mal super an. Eigentlich ist das hier so ein... Ja, wir ziehen erstmal komplett durch. Weil ich habe so das Gefühl, das könnte ein Level sein, ja, oder generell die Sternenwelt könnten Level sein, die keinen Checkpoint haben. Und wenn Level keinen Checkpoint hat, dann macht es natürlich auch nichts, wenn wir einfach so mal verrecken.
Wie soll ich das jetzt bitte machen? Aha. Aha. Und ich bin tot. Die Idee war da. Gut, jetzt habe ich auch verstanden, was damit gemeint war. Also das ist schon trollig hier, diese eine Münze da. Ja, also unser Plan für diese Welt, um es einfach mal festzulegen, es gibt wahrscheinlich, so wie auch in der vorigen Sternenwelt in New Super Mario Bros. Wii, oder gab's in dem zweiten Teil auch eine Sternenwelt? Ich weiß es gar nicht. Könnte sogar sein, aber das habe ich mir dann nicht mehr angetan. Was heißt nicht mehr angetan? Soweit bin ich beim LP-Gucken nie gewesen. Müsste ich eigentlich auch mal weitermachen. Ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen... Irgendwann habe ich es zurückgestellt gehabt, das Projekt bei jemandem zu gucken, der dann auch eine Pause gemacht hatte. Hering. und habe seitdem nicht mehr weitergeguckt. Weil, keine Ahnung, die Pause war mir dann zu lange und dann guckt man lieber aktuelle Projekte, die sowieso weitergeführt werden. Anstatt sich dann was anzugucken, was man irgendwie schon vor Jahren begonnen hat. So ziemlich. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal nachholen. Also bei mir gibt es wenige LPs, die ich nicht fertig geschaut habe. Ich glaube, da bin ich sehr konsequent, was das betrifft. Und wenn ich ein LP nicht geschaut habe... Also meistens bei mir so, ich gucke einen ersten Part von einem LP. Und dann denke ich mir meistens, okay, der erste Part war gut, dann guckst du es fertig. Und oder, okay, der erste Part war nix, dann lässt es halt. So, ja, das ist jetzt natürlich super, also egal, wir haben immerhin schon mal eine Sternenmünze mitgenommen und wir müssen uns ja auch erstmal angucken, wie das Level so insgesamt aussieht. Das ist auch noch so, gerade bei den Achterbahnleveln. Ich meine, wir haben ja schon bei einem Achterbahnlevel bisher ziemlich verkackt einmal und dass das hier nochmal so wird, würde mich jetzt nicht wundern. So, Nummer 8, danke, ja, das ist mir jetzt relativ egal, weil wir kriegen eh wieder unsere Feuerblume. Man muss halt immer nur die Sachen einsammeln, die man dann auch braucht. So, ja, das war gut. Ich glaube, an der Münze kann man länger hängen, wenn man Pech hat. Ist so ein bisschen random. Zumindest scheint es mir jetzt gerade so, als ob. Dass diese Münze sich aber auch immer wieder neu aufbauen müssen hier. Ja. Die Idee ist hier jetzt ganz viele... Die Idee. Jetzt hier ganz viele Fuzzis, keine Ahnung was, reinzuklatschen. Finde ich jetzt... Ja, nicht mehr ganz so toll. Das muss ich ja auch mal erwähnen. Also in New Super Mario Bros. Wii fand ich die Sternenwelt allein von den Ideen her nicht so genial. Dafür halt von der Schwierigkeit. Also manche Ideen natürlich, klar. Also es war jetzt überwiegend schon in Ordnung. Aber es ist jetzt nichts, wo man sich nochmal geflasht fühlt und denkt, mein Gott, das übertrifft jetzt nochmal das gesamte Spiel. Ich nehme an, das wird hier auch so sein. Das ist halt hauptsächlich nochmal, um die Hardcore-Gamer so ein bisschen anzusprechen und... Also, was heißt Hardcore, also? Manche Leute spielen Kaizo Mario ohne Save-States. Das ist Hardcore, also. Das, ja, schon krass. Und gerade da ich auf dem Kaizo-Trip momentan so ein bisschen bin, jetzt nicht ohne Save-States oder so, aber dass ich gerade wieder ein bisschen Bock habe auf das Genre einfach. Kann man das Genre nennen? Eigentlich schon fast, oder? Ja... Ich würde sagen schon. Kommt mir nicht mehr allzu viel schwierig vor. Deswegen, es hat wahrscheinlich einen sehr positiven Effekt jetzt auf dieses LP. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da vollkommen irre und jetzt gerade deshalb, weil ich denke, es wird einfacher, voll verkacke. Und ja, das ist jetzt auch so der Teil, wovor ich dann im Endeffekt gewarnt wurde. So, den Stern. Ey, das ist doch nicht wahr. Ach komm. Also die Sternmünze nicht zu erwischen, ist... fast unmöglich, gerade wenn man so weit an der Spitze steht, weil dann ist es ja... Ja, dann hat man so viel Zeit einfach, sie mitzunehmen. Die muss man ja fast mitnehmen. Das ist... Die... Ja, die macht einen ja geradezu an, also... da kann man ja nicht Nein sagen. Deswegen. Irgendwie... habe ich es heute nicht so. Egal. Vielleicht kommt Mario noch auf seinen Sternmünzentrip und dann sammeln wir die alle mitgehen ein. Nun ja, was kann ich erzählen? Nochmal aktuell, tagesaktuell bei mir. Ich habe immer noch ein bisschen frei, deshalb nehme ich auch auf. Andererseits habe ich nicht mehr so ganz frei, weil ich mich aufs Praktikum vorbereiten muss, was wohl doch ein bisschen intensiver wird, als ich gedacht habe. Habe ich das schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich jetzt auch wirklich angefangen, mich in die Themen reinzulesen und ich muss sagen, es ist schon teilweise ziemlich hart. Das sind so... Also ich sag mal so, ich habe im Mathe-LK zumindest ein bisschen was gemacht, was zu diesem Praktikum beiträgt, so statistikmäßig. Das ist schon mal ganz gut, dass ich da nicht total auf dem Trockenen stehe, aber es kommen immer noch Sachen dazu. Also was weiß ich, wir hatten zum Beispiel, wem es sagt, wir hatten
wem's was sagt. Wir hatten in Mathe... Oh, das war eng. Egal. Wir hatten in Mathe beispielsweise die Normalverteilung schon durchgesprochen mal. Das ist auch so ein Thema, was jetzt da zum Beispiel drin vorkommt. Was, wenn man jetzt allein nur mit Physik irgendwas am Hut hat, hat man wahrscheinlich noch nicht allzu viel von der Normalverteilung gehört. Also, in der Schule. Was weiß ich, Leute, die Physik-LK haben, aber kein Mathe-LK. Soll es ja auch geben. Sind zwar irgendwie Mangelware, aber fast so wie Frauen in Physik, aber das ist eine andere Geschichte. ja, ist zwar irgendwo schon Mangelware, aber gibt es. Und gibt es sogar Leute, die das sehr gut machen, aber die Leute gucken sich dann im Studium meistens ziemlich um. Also, ich würde niemandem empfehlen, der Mathe und Physik nicht als LK genommen hat, unbedingt Physik zu studieren und zu versuchen, da schnell und leicht durchzukommen. Natürlich kann man sich alles aneignen, das ist keine Frage, aber das erfordert dann natürlich noch wesentlich mehr Lernaufwand. Und wer sowas schafft, Respekt. Also allen Ernstes, sehr viel Respekt. So, weiterlaufen bitte. Hört sich nach einem rasanten Level an. Oh, ja, das Schöne ist, zumindest jetzt so, wie ich es bis jetzt feststelle, offenbar... Oh, ein P-Switch-Level. Oh, jawohl. Das hört sich cool an. Aber, das könnte auch knapp werden. Ja. Ja, die Piranhas gehen ja glücklicherweise immer genau weg wieder. Ja, aber sowas... Ja... Schaffen wir das? Wow. Das war knapp. Oh, und jetzt rennen bitte. Ja, sowas gibt es ja auch in diversen Mario World Hacks. Sollte man auf jeden Fall schon mal was von gehört haben oder von gesehen haben. Das war knapp. Boah. Und das jetzt ohne Save States in voller Gänze. Na, fuck. Es war knapp. Es war knapp. Ich hätte beinahe den Wandsprung noch hinbekommen. Run. Ja. Danke für den Tipp, das hätte ich jetzt fast vergessen. Jo. Ich weiß nur nicht, ob es so sinnvoll ist, hier sich jetzt wieder auf die Sternmünzen zu geiern. Ich glaube nämlich fast nicht. Also vielleicht sollten wir es echt so machen, gerade wenn man jetzt so ein rasantes, schnelles Level hat, wo man eben nicht so super durchkommt, dass man vielleicht... Was mache ich hier? Das war blöd. Dass man vielleicht mal überlegt, einfach eine Sternmünze mitzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch zwei, und dann das Level zu beenden und sich gar nicht um die dritte zu scheren. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer verlockend, die Sternmünzen noch mitzunehmen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, und ich bin auch jemand, der fixiert sich da manchmal zu sehr drauf. Ja, aber allein die Tatsache, dass sie sowas dann auch mal in einem richtigen Mario unterbringen, also in keinem Hack oder so, ich glaube ja fast, das hat sich Nintendo von ein paar Hacks abgeschaut, oder? Denkt ihr, die kriegen was mit, dass es... Oh Gott, bin ich schlecht. Denkt ihr, die kriegen mit, dass es SMW-Hacks gibt und haben da teilweise schon mal reingeschaut? Also ich würde ja fast sagen, ja. Aber in Nintendo weiß man es nie so genau. Also, ja. Es wird doch irgendeinen Entwickler geben, der das weiß, dass es Super Mario World Hacks gibt. Zumindest Kaizo. Also Kaizo muss man doch, wenn man... Selbst programmiert muss man ja irgendwie auch in der Gaming-Szene bestimmt aktiv, also was heißt aktiv, aber muss man zumindest ein bisschen involviert sein, oder? Oder ist man in der Regel? Oder programmieren Leute auch, ja, das war jetzt nicht so toll. Oder denkt ihr, es programmieren auch Leute, die absolut keine Ahnung vom Zocken haben und denen es auch scheißegal ist? Also, ich glaube, wenn man Programmierer ist, dann zockt man doch auch gerne, oder? Also, ja. Gut, vielleicht gibt es manche, die halt so ein bisschen im Debugging und Detailprogrammieren beschäftigt sind, die jetzt nicht unbedingt viel mit Videospielen zu tun haben normalerweise, die dann halt nur mal generell über den Programmcode rüber gucken und halt diverse Fehler noch beheben. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber es muss ja irgendeinen geben, der dann auch ein bisschen Interesse hat an dem. Also die Kreativprogrammierer, sag ich mal. Ja, das war jetzt nicht so toll. Da hätte ein Sprung gereicht. Obwohl, nee, es passt sogar. Jo. Schön, dass man hier direkt auf einem landet, weil das ist dann auch überhaupt nicht eng oder so. So, wie machen wir den jetzt am besten? Genau, den Panzer wollte ich mitnehmen, weil dann können wir uns die Sternmünze nämlich recht einfach holen. Richtig. Nein! Nein! Es war so gut. Es war so gut, theoretisch. Ja. Blöde Sache.
Aber ich glaube, die Idee, sich da einen Cooper-Panzer mitzunehmen, vielleicht auch eher am Ende, weil gerade an der Stelle hat man eben ein bisschen mehr Zeit. Das merkt man auch. Die Anfangspassage ist so ein bisschen enger bemessen. So, was wollte ich jetzt noch erwähnen? Genau, die. Ja, zum einen, um das vielleicht nochmal zu Ende zu bringen, coole Sache, dass sie sowas hier jetzt auch in einem originalen Nintendo-Spiel mal einbauen. Gab's so vorher eigentlich noch nicht, oder? Immer so nur in Teilen, halt mal kleine Teilstrecken, wo man den P-Switch irgendwie mitnehmen muss und dann drüber laufen kann. Aber so ein komplettes Level, ich wüsste jetzt nicht wo. Also, wenn es das gibt, verbessert mich bitte, aber wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass. So, hier hätte ich jetzt gerne. Ja, das war knapp. Man muss sich dann noch für einen entscheiden am besten und nicht irgendwie wild durch die Gegend eiern. So, wir warten hier. Das war blöd. Ja. Der Sprung muss sitzen. Der Sprung muss definitiv sitzen. 21 Leben verbraucht. Oh Mann, so viele Leben investiert. Ja. Gut, 21, wenn es jetzt hoffentlich nicht wären. In jedem Falle wird es aber ein bisschen dauern, glaube ich. Insbesondere wegen der dritten Sternmünze. Aber ich glaube, wenn. Ja, ich glaube, wir lassen. Also, wenn wir die dritte sehen und sie. Ah, ich weiß nicht. Ich will eigentlich sagen, wenn sie zu schwer zu holen ist, dann. Ja, super. Dann lassen wir es einfach. Das Problem an der Sache ist, es ist schnell genug zu erkennen in so einem Level, wann die Sternmünze zu schwer zu holen ist. Und gerade jetzt so, auch bei der zweiten Sternmünze hier, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass sie so schwer ist. Man kann sie vielleicht auch so holen, wie ich sie beim ersten Mal probiert habe, mit dem auf den Koopa draufspringen, aber ist wahrscheinlich noch knapper zeitlich. Von daher lassen wir das einfach, ja. So. Ich nehme den Koopa trotzdem erst später. Erstens haben wir hier am Anfang ein bisschen weniger Zeit und zweitens ist nicht gesagt, dass wir, wenn wir dann schon einen Koopa-Panzer mitnehmen, dass der auch noch hält bis da hinten hin. Das ist halt so ein bisschen die größte Schwäche daran. So, eine Sache wollte ich jetzt noch ansprechen. Das war blöd. Welchen nehme ich denn da am besten mit? Das Wort zum. Was hat er gesagt? Das Wort zum Level? Ihr Programmierer spielt das mal selbst. Ich glaube, das haben sie gemacht. Ich glaube, es ist auch nicht ganz so schwer. Wenn man. Ja, wenn man es ein bisschen raus hat, dann geht das schon. Aber das Nervige ist halt, dass es keinen Checkpoint gibt. Und an sowas muss man sich dann auch definitiv gewöhnen. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was einen so ein bisschen fertig macht. Ich glaube, wenn das hier so ein bisschen am Ende von Welt 9 gekommen wäre, dieses Level, dann hätten auch weniger Leute gemeckert. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es auch direkt am Anfang ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wo nehmen wir jetzt den Panzer am besten mit? Ich denke mal hier. Ja, genau da. So ist richtig. Oh Gott. Okay, das mit dem Panzer mitnehmen müssen wir uns nochmal überlegen. Wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir springen auf den zweiten Koopa und versuchen dann auf den letzten noch zu springen, den letzten mitzunehmen und dann. Oh! Danke! Cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Leider bringen einem Feuerblumen in dem Level eh nichts. Also, ich meine, ihr seht, die Piranhas gehen alle rechtzeitig weg. Damit hat man schon mal keine Probleme. Wenn man hier warten müsste, dann wäre es sowieso aus. Also, dann könnte man es ohne Feuerblume sowieso lassen. Und das wäre noch mieser, weil dann müsste man sich Feuerblumen farmen. Die Frage ist jetzt, wird einem in diesem Level hier, wahrscheinlich wird einem das Flughörnchen-Kostüm schon so ein bisschen helfen, aber nicht die Arbeit komplett entlasten. So auf den zweiten, auf den letzten mitnehmen und gegen den Schalter. Genau so muss man es machen. Und dann hat man mit dem Teil auch keine Probleme. So. Gechillt, danke. So, ich wette, den Cooper-Panzer hätte ich mitnehmen sollen. Ich wollte es auch erst probieren, aber. Nein! Oh Gott. Ja, da muss man schnell sein. Tatsache. Ein bisschen schneller sogar als ich jetzt war. Ich glaube, ich bin an einer Stelle ein bisschen zurückgegangen. Ja. Das Problem ist halt, vielleicht sollte man sich das Level auch erstmal komplett angucken, aber für sowas bin ich mir dann immer zu fein. Und ich habe die Feuerblumen vergessen, aber das ist jetzt, glaube ich, unser geringstes Problem. Sowas ist dann unser größtes. Jo, was kann ich noch erzählen? Genau, irgendwas wollte ich noch erzählen über mein Praktikum, glaube ich, oder?
Ja, ich muss mich da jetzt schon ein bisschen drauf vorbereiten. So zeitlich ist es nicht ganz angenehm, es ist machbar. Also, das Problem ist halt immer, Anwesenheitszeit in der Uni kommt einem halt meistens nicht so lang vor, weil man sich bei überwiegenden Sachen halt nicht unbedingt alles merken muss. Ja, das war jetzt nicht. Oh Gott. Ja, gut, das können wir gerade schon vergessen. Überwiegend muss man sich halt nicht alles merken, was so in Vorlesungen drin vorkommt. Was mache ich hier? Was so in Vorlesungen dran vorkommt. Und teilweise kann man die Sachen dann halt einfach, okay, ja gut. Also ich behaupte ja, bei meinem Studiengang ist das so, dass man in den Vorlesungen 20% lernt und in Übungen und Tutorien 80%, so ungefähr, wenn ich das mal überschlagen müsste. Es kommt echt hin. Das ist irgendwo schon traurig, aber ja, das Problem ist halt, in den Vorlesungen, die ich habe, ist die Vorlesung selbst halt nur Theorie, so gut wie. Und die Praxis, was man dann wirklich damit machen kann, kommt dann erst in der Übung. Hängt wahrscheinlich auch nur ein bisschen vom Modul ab. Also in Experimentalphysik, wo die Vorlesungen jetzt nicht so abstrakt sind, weil wir auch teilweise halt mal Experimente machen, so wie das Modulthema schon besagt. Das war jetzt nicht so super. Ja. Da ist es ein bisschen hässlicher, ein bisschen schöner mit der Vorlesung. Da kann man sich mehr drauf konzentrieren. Ja, und jetzt sollten wir uns vielleicht nochmal aufs Level konzentrieren, weil, ja, ich merke, dass nicht nur das Gimmick hier Schwierigkeiten bereitet, sondern gerade auch die Länge des Levels. Das ist immer auch noch so ein großes Hindernis. Und ich weiß ja nicht, es sind 300 Sekunden. Das heißt eigentlich, das Level kann nicht allzu lange sein. Das Problem ist halt, dass wenn man rennt, diese Zeit ewig lange braucht, bis sie vergeht. Und dann ist das wiederum ein bisschen widerlegt, wenn man halt ständig in Gefahr ist und so weiter und so fort. Wenn wir sind jetzt hier und haben 40 Sekunden gebraucht für den ersten Abschnitt. Das ist schon. Ja. Und das reicht. Gut. Aber schon eng so zeitlich, wenn man sich dann den Cooper noch mitnehmen will. Dafür hat man hier dann halt ein bisschen freiere Wahl. Sag ich mal. Yo. 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 Und no, da wär's gewesen. Es ist so ein bisschen. Ja, also dieses Hin und Her finde ich schwierig. Das macht mich gerade so am meisten fertig, diese Plattformen, die hin und her fahren. Das könnte so die größte Herausforderung sein hier. Vielleicht kommt später noch was, ich weiß es nicht. Aber der Wandsprung ist natürlich auch ein bisschen miese, also. Schwierigkeitstechnisch hat die Welt auf jeden Fall schon im zweiten Level deutlich mehr zugelegt als in NSMB. Oui, das kann ich schon feststellen. Dafür brauche ich jetzt keine 3 Stunden Spielzeit. Ist halt fraglich, ob die Level auch so schwierig weitergehen oder ob es jetzt das hier schon sozusagen die Spitze des Eisbergs ist. Kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen, weil ja, mich macht so schnelles Spielen halt immer am meisten fertig. Das hängt so ein bisschen mit meiner Mentalität zusammen. Ich mache Sachen lieber langsam, aber dafür mit Konzentration und sowas geht hier halt nicht so ganz, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Ja, das kommt auf einen zu. Das war jetzt nicht so toll. Ja, wunderbar. Das passt. So, dritte Sternmünze. Oh, nein. Nein. Nicht euer Ernst. Kaizo lässt grüßen. Kaizo, 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 Kaizo. Okay, ab jetzt bin ich mir sicher, dass irgendein Programmierer mal Kaizo Mario gespielt hat. Das auf jeden Fall. Aber nee, das ist reine Nervensache. Und jetzt, das Problem ist halt, ich müsste auch mal auf die Musik hören. Dadurch, dass ich aber die ganze Zeit laber, habe ich das Timing nicht raus, wann das Ding wieder kaputt geht. Und eigentlich sollte man das haben, wenn man schon 30 Mal vorher gestorben ist. Und dann, wenn es drauf ankommt, hat man es dann nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Problem. Oh, das wird jetzt zeitlich eng. Okay. Ich habe es mir gemerkt, glaube ich. Ich hoffe, das kann ich jetzt auch umsetzen. Nein! Das hätte ein bisschen länger noch. Dann hätte ich den Sprung geschafft. Aber schade. Ich laufe schneller als mein Schatten, das Level ist zu packen. Das war mal ein cooler Reim, ja. So, wo war ich? Zeitaufwand, Praktikum, genau. Da wollte ich noch ein bisschen was drüber erzählen.
ist jetzt nicht so, als wäre es allzu schlimm. Vorlesungszeit kommt einem halt immer ein bisschen kürzer vor. Im Endeffekt müsste ich jeden Tag so 2,5 Stunden wahrscheinlich dafür investieren. Aber diese 2,5 Stunden dann zu investieren in der Zeit, wo man weiß, man hat sonst nichts, ist halt immer wesentlich schlimmer als... Das war übrigens auch ein schöner Reim. Wesentlich schlimmer, als wenn man das einfach... Ja, als wenn man das in der Vorlesungszeit macht. Finde ich zumindest. Also, ja. Mir fehlt halt so ein bisschen die klar abgegrenzte Ferienzeit. Das ist so ein bisschen das Problem. So, das schaffen wir. War vielleicht gar nicht schlecht, dass wir da getroffen wurden. Das, solange man hier nicht in seinen eigenen Panzer rein springen kann, ist alles okay. Sage ich jetzt einfach mal. Oh, das war knapp. Was? Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen blöd geschüttelt, das gebe ich zu. Und man soll, ich weiß gar nicht, muss man für den letzten Schalter groß sein? Wahrscheinlich nicht, aber es wird umso knapper, wenn man klein ist. Deshalb wäre es schon ein großes Ziel, da jetzt klein zu sein. Ja, aber die letzte Sternmünze, ich weiß jetzt nicht. Wäre es sinnvoll gewesen, einfach durchzulaufen? Ich habe keinen Plan, weil ich finde die ersten Sternmünzen jetzt nicht so hammerschwer. Und ich glaube auch nicht, dass die mir so viele Tode jetzt bereiten. Außer vielleicht das mit dem Cooper. Das könnte schon sein. Stimmt, die zweite, wenn man da mal drüber nachdenkt, wäre es vielleicht doch schlauer gewesen. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das schaffe ich. Von daher, ja. Selbsteinschätzung ist manchmal auch eine Kunst. Und ich habe schon wieder vergessen, die Feuerblumen mitzunehmen. Ich habe es einmal entdeckt und seitdem nicht einmal genutzt, weil ich es die ganze Zeit vergesse. So, das war jetzt ziemlich knapp. Aber es passt so. Und dich hätte ich noch gerne, genau. Wow. Das ist immer so ein bisschen seltsam hier. Ja. Einmal noch und jetzt haben wir es auch gleich. Konzentrier dich. Ja, wunderbar. Herrlich. Was? Ich hoffe, das unterbricht jetzt nicht meine Aufnahme. Aber ich habe es geschafft. Wenn die Aufnahme jetzt unterbrochen ist, ich habe es geschafft. Ich bin nicht runtergefallen und ich hoffe, es geht weiter. Das Problem ist, man hat gerade ein Skype-Bild gesehen, beziehungsweise eine Skype-Nachricht gehört, was ziemlich selten ist, außer wenn ich Internetprobleme habe. Dann passiert das manchmal, dass mein Beschäftigt-Modus da nicht richtig durchgreift. Ja.